vielleicht sollte man sich erstmal die Frage stellen, was ist Awareness überhaupt? Es gibt einfach Leute, die sind schon weiter und haben sich einfach schon viel mehr mit Awareness auseinandergesetzt. Man selbst hat das vielleicht noch gar nicht so reflektiert, fängt man an mit diesem Prozess und stellt so fest, oh Gott, mich mein halbes Leben nicht besonders offen und aware verhalten. Ich bin Lotta und wir sind hier im selbstverwalteten soziokulturellen Zentrum Substanz in Osnabrück. Ich bin Sarah, ich bin Resident DJ im IFZ. Und ich bin Xavi, ich bin einer der Gründerinnen des Clubs. Awareness ist für uns eine Haltung, wie achtsam man durch die Welt geht und auch einen Club betreibt. Geht es einen Teil darum, was andere Leute machen, aber ein großer Teil geht auch darum, wo man selbst Diskriminierung reproduziert. Ich glaube, die größte Herausforderung an Awareness-Arbeit ist, dass diese Machtstrukturen und diese Diskriminierung alle auch in uns drin sind und es vor allem bei Diskriminierungsformen, von denen wir persönlich nicht betroffen sind, sehr viel Perspektivwechsel benötigt. Das ist ein schmerzhafter Prozess, da ranzugehen und da auch zu überlegen, welche Ausschlussmechanismen produzieren wir und wie wollen wir das ändern, wie können wir das ändern und haben wir damit Erfolg mit den Methoden, die wir da entwickeln. Wir haben unterschiedliche Strukturen. Es gibt auf den Veranstaltungen Safer Clubbing, die sogenannten Feel Good Persons. Die kümmern sich darum, wenn sich Leute nicht gut fühlen, wenn Leute unangenehme Situationen erlebt haben. Auf der anderen Seite, unabhängig der Veranstaltung, gibt es die Support AG. Die ist ansprechbar für unsere Gäste, also für externen. Und als dritten Pfeiler gibt es noch den Clubrat, der quasi interne Konflikte mediiert. Wir versuchen sowohl unser SECRU-Team als auch das Awareness-Team möglichst viel mit Flinterpersonen zu besetzen, weil diese Menschen einfach eine ganz andere Perspektive darauf haben. Also was wir auch wichtig finden, ist Ressourcen teilen und Räume öffnen. Ganz neu fangen wir an, den Proberaum für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ich habe selber vor so 13, 14 Jahren in Verbindung mit einem Proberaum auflegen gelernt und konnten mir es damals nicht leisten, mir so DJ-Technik zu Hause hinzustellen. Und ich einfach den Raum bekommen habe, in einem Safe Space Technik zu benutzen und auch natürlich ist es eine Geldfrage. Wir haben sehr niedrige Getränkepreise, wird uns immer wieder gesagt. Das stimmt auch, wir versuchen die so niedrig wie möglich zu halten, weil es nicht sein kann, dass Menschen nicht feiern gehen können oder keine Kultur wahrnehmen können, weil sie sich das nicht leisten können. Da das Substanz ein politischer Ort ist, geht unsere politische Arbeit natürlich über das Awareness-Konzept auf Veranstaltungen hinaus. Ein Beispiel dafür ist, dass wir treibende Kraft hinter einer Initiative sind, die sich dafür eingesetzt hat, dass ein Mahnmal gebaut wurde für einen Menschen, der vor einigen Jahren ermordet wurde, weil er bei einem homophoben Übergriff hier in der Nähe vom Hauptbahnhof eingeschritten ist und deswegen mit dem Leben bezahlen musste, dafür, dass er Zivilcourage gezeigt hat. Das Preisgeld aus dem vorherigen Gewinn haben wir 1:1 benutzt, um die Forderung der Sächsischen Aufbaubank zu bezahlen. 50.000 Euro sind zurückgegangen an die Rückzahlung von Corona-Hilfen. Clubrat und auch Support, die bekommen eine Aufwandsentschädigung, eine lächerliche, pro Monat, nicht pro Stunde. Und das sind die Leute, die alle Vorfälle mitbekommen. Und das Geld, was wir denen geben können, was nicht reicht, hätten wir gerne aufgestockt. Ich würde ClubbetreiberInnen mitgeben, dass sie Betroffene anhören sollen, deren Perspektiven, sei es Flinterpersonen, sei es POC. Sie fragen, was sie brauchen, damit sie sich sicher fühlen auf Kulturveranstaltungen und in Kulturräumen und sie vor allem ernst nehmen. Ich würde gerne mitgeben, dass sich die Clubs trauen sollten, ihre Räume zu öffnen, weil dann immer gute Sachen passieren. Ich gebe mit, dass man Betroffenen zuhören sollte und ihnen Glauben schenkt.